Servus Leute, Bernd hier von gartenschlau.com. Wenn ihr das Video angeschaut habt zum Thema Orchideen pikieren, also der In-vitro-Kulturen pikieren, dann seid ihr sicherlich gespannt, wie es den Pflanzen mittlerweile geht, ob sie sich denn schon eingelebt haben und wie es vom Prinzip her weitergeht. Ich habe es hier in eine Mischung aus Pinienrinde und Sphagnummoos gepflanzt. Und wenn wir uns jetzt einfach mal eine von den stärkeren Pflanzen nehmen, dann sieht man, die Blätter sind keineswegs eingetrocknet. Das heißt, die Umstellung von der Flasche auf Topfkultur ist super gut gelungen. Das heißt, die Pflanzen haben sich jetzt schon eingelebt. Wenn man jetzt allerdings die Pflänzchen nimmt, die ohnehin schon relativ schwach von der Substanz her waren in der Flasche, dann sieht man, dass man durchaus auch Verluste hinnehmen muss. Also diese Pflanze hier ist jetzt schon leider dahin gerafft worden. Wie ich vermute, wenn man sich das jetzt anschaut, würde ich sagen, ist da noch ein bisschen von dem Agar-Agar übrig geblieben an der Pflanze. Und das sorgt natürlich für Fäulnispilze und Bakterien, dass die sich da richtig wohlfühlen. Und dann passiert es halt, dass die eine oder andere Pflanze wegstirbt. Das ist jetzt allerdings nicht so dramatisch. Ich habe es im Video damals schon gesagt, ihr werdet beim besten Willen es nicht schaffen, wirklich jede Pflanze oder jeden Krümel, der da noch drin ist, weiter kultivieren zu können. Und ich habe schon gesagt, ihr solltet euch auf die Pflanzen konzentrieren, die richtig kräftig sind. So wie das zum Beispiel hier mit dieser Pflanze ist. Und klar, von Wurzelwachstum kann man jetzt noch nicht sprechen. Immer wieder werde ich gefragt, warum denn durchsichtige Töpfe oder undurchsichtige Töpfe. Durchsichtige Töpfe nutzt man nur deswegen in der Kultur, damit man überhaupt eine Möglichkeit hat, eine ganz einfache Möglichkeit, das Wurzelwachstum leichter zu beurteilen. Wenn der Topf jetzt nicht durchsichtig wäre, würde ich gar nicht sehen, wenn sich hier eine Wurzel bildet. Aber man sieht, diese Pflanze hat sich sehr gut eingelebt. Das neueste Blatt ist auch schon schön am Wachsen. Das gilt im Übrigen auch für durchaus kleinere Pflanzen. Also nicht jede kleine Pflanze stirbt gleich weg. Hier ist wieder eine, die ist leider abgestorben. Ist so, muss man mit leben. Lässt sich nicht verhindern. Aber wenn wir uns jetzt hier dieses kleine Pflänzchen anschauen, das hier... Aber wenn wir uns jetzt hier dieses kleine Pflänzchen anschauen, da sind die Blätter noch gesund. Was jetzt wichtig ist, man sieht das hier, diese Blätter sind am Abfaulen, die muss man dann abzupfen. Das heißt, im nächsten Video geht es darum, wie man die Pflanzen säubert, beziehungsweise von fauligen Pflanzenteilen befreit. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn man sich jetzt hier diese starke Pflanze anschaut, die hat sich noch nicht ganz so etabliert. Hier ist schon wieder ein krankes Blatt. Das sollte man auch unbedingt wegnehmen. Auf jeden Fall auch mit einem desinfizierten Werkzeug arbeiten. Und dann wird sich die Pflanze fangen. Und egal welches Pflänzchen man sich jetzt hauptsächlich in die Hand nimmt, die eine oder andere Macke haben sie, aber weitestgehend haben sie sich gut etabliert. Und man sieht hier auch schon, da kommt schon ein neues Herzblatt. Das war auch mal eine Sendung. Jetzt mache ich aber keine Musik und es kommt auch kein Bobby Flitter oder sonst was. Genau. Und hier, da sind jetzt zwei Pflänzchen in einem Topf. Das eine Pflänzchen ist nicht mehr so vital. Das heißt, da geht man hin. Das eine hält man fest, das andere zieht man raus. Man sieht, die Wurzeln sind noch grün, aber der Rest schaut nicht mehr so super gesund aus. Man könnte es drin lassen, allerdings läuft man dann in Gefahr, dass die Fäulnis von dieser Pflanze auf die andere übertragen wird. Man könnte sie natürlich getrennt in einen anderen Topf setzen, aber tut euch bitte den Gefallen und lasst das bleiben. Sortiert aus, selektiert aus und kultiviert nur die gesunden Pflanzen weiter. Ihr werdet es euch danken. Ihr müsst auch eins überlegen, diese ganzen Pflanzen, die hier stehen, das sind ja einige Pflanzen, die da stehen, die werdet ihr so oder so irgendwie nicht platzmäßig bei euch unterbekommen, dauerhaft. Deswegen schaut, dass ihr die stärksten, sowas wie hier, dann habt ihr immer noch sehr, sehr viele Pflanzen weiter kultiviert. Wenn ihr weitere Fragen habt zur
Jungpflanzenaufzug bei Orchideen. Runter in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen. Empfehlt mich weiter und Fragen stellen. Ich möchte wissen, was ihr für Themen habt oder wo eure Interessen liegen. Genau, bis zum nächsten Mal und tschüss.